machen. Also ein kleiner Tipp. Wenn ihr direkt am Gegner steht und ihn anschießt, normalerweise läuft er ja auf euch zu. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, er wird euch nicht schlagen oder so, er wird nur laufen. Oder nur stehen bleiben, wenn er nicht mehr laufen kann oder nicht mehr will. Du hast so viel, 95. Wie sieht es mit unserem Fujita aus? 100. 78. Warum nicht? Sehr schön, kritischer Schaden, endlich. Holo-Targeting. Weil Holo-Targeting kombiniere ich jetzt mit Rapid Fire. Dann habe ich einen Verlust von der Treffsicherheit von 5%. So, lass mal sehen. Hatte ich recht? 100%. Die 8%, das liegt nur daran, weil ich etwas weiter weg bin. Wenn ich jetzt direkt hier neben ihm stehe. Und hier soll ich direkt vor ihm stehen? Ja, warum nicht? Das wird wehtun. Aber wie viel zieht er so ab? 7. Ah, ich habe ihn schon hingestellt, also muss er jetzt feuern. Mats, ich brauche ihn. Schrei ruhig, das Schlimmste, was passieren kann, er kriegt Angst. Doch nicht. Der Support darf den Kill kriegen. Aber er läuft auch ganz nah ran. Ich weiß auch nicht, wieso ich gerade so einen Spaß daran habe, aber die Nahkämpfer der Aliens sind ziemlich stark. Manchmal denke ich, warum sind die so stark gemacht? Aber die verdienen das. Die verdienen das so, wie ich es verdienen würde, wenn ich eine dumme Aktion hier mache. Wenn ich meine Leute dumm hinstelle oder aufs offene Feld zum Beispiel. Ja, ich brauche dieses Upgrade für die Magazinerweiterung. Der hat nur ein Reaction Shot gemacht und einmal Rapid Fire und sein Magazin war fast leer. Du gehst da. Schön hinterm Baum. Kein Gegner? Yes, I hear that. Lauf! Eyes on target. Solange ich beide sehe, ist alles okay. Oh, ich glaube, dort hinten konnte man meine Sniper sehen, als gerade die Nahaufnahme kam. Ja, der hat mich flankiert, glaube ich. Ja, der wird von links aus rüberschießen. Wenn er von rechts schießen würde, würde er mich nicht flankieren. Aber dazu wird es gar nicht erst kommen. Fujita! Nein. Oh, kannst du nicht. Kein Problem. Nein, nein. Versuch den zu töten. Werd nicht sitzen, kein kritischer Schaden. Aber wenigstens Double Tap. Was haben wir hier? Versuchen wir einmal einen kritischen Schaden zu kriegen. Fennel ist heute on fire. Ah, warum nicht? Schieß ihn ab. Meine Leute leveln ja auch so. Auch wenn die keine Kills abkriegen. Sollte ich jetzt schon reinlaufen? Ach, mein Fujita steht noch hier. Jetzt geht mir ein bisschen zur Seite. Noch mehr? Weil ich möchte gerne ins Flugzeug hier oben reinsehen. Zweimal schon verbraucht. Wohin packen wir dich? Oh, sehr schöner Platz gleich hier vorne. Und du bist da.
schon mehr Gegner. Ich brauche viel mehr Gegner. Nichts. Okay. Ihr bleibt noch dort. Ich werde den Rest mit der Truppe hier erledigen. Na? 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 Nichts. Okay. Na, wisst ihr was? Kommt mal hier runter. Oh, was ist jetzt los? Das kann mir jetzt nicht passieren. Ach, komm schon. Warum macht das Spiel jetzt solche Faxen? Endlich, jetzt ist wieder alles ruhiger. Du bleibst noch hier oben, Paddy. Fujita bleibt auch. Paddy, du musst, glaube ich, ja, du bist ja besser, wenn du nachlädst. Gehst dahin. Deckt er ihn auf? Nein, er deckt ihn nicht auf. Das heißt, ich laufe einfach direkt rein. Bleib einfach dort. Overwatch. Opportunist, Opportunist. Das ist mir gerade erst jetzt aufgefallen, wenn man hier sieht. Er hat eine halbe Deckung in der Luft. Obwohl vor ihm gar keine Deckung ist. Folglich hat er 20 Defense. Eigentlich müsste er 30 haben, weil er ja diese Fertigkeit hat. Weil, wenn ich etagenweise über dem Gegner bin, müsste ich 10% Treffsicherheit und 10 Defense bekommen. Nein, nein, nein. Genau dich wollte ich. Wie sieht das aus? Hier runter. Stell dich hier. Einmal nachladen. Nein, 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 nein. Fujita, Fujita. Komm. Nein, Fujita. Geh da hin. Das müsste eigentlich reichen, aber ich hätte ihn auch hierhin positionieren können. Ja, er kann über eine halbe Deckung schießen. Du bleibst noch da stehen. Paddy überwacht alles. Du bleibst auch hier stehen. Und du gehst auf die Position. Und alle auf Overwatch. Ja, der ist hier drin auf jeden Fall. Nein, nein. Jupp, den. Nein, 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 den wollte ich. Ich habe mir gedacht, dass der noch da ist, aber er will direkt einen Schuss ins Gesicht kriegen. Warum nicht? Aber nicht von Ray. Schnell, töte ihn. Schnell und schmerzlos. 5 Gegner? Warum so wenig? Auf den schwierigeren Stufen, da schmeißen sie sogar 10, 20 Gegner auf ein. 20 Gegner, das wäre gut. Everything by the numbers and not a scratch on them. Hopefully every operation goes this well. Ich habe auch beim DLC gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht irre ich mich auch, dass der Support in der Lage ist, mehr zu tragen oder irgendwas war da mit den Medikits da. Das bin ich mir sicher, das habe ich gelesen. Low Profile. Endlich. Mir fällt nichts anderes ein, außer die Mission weiterzumachen. Arc Thrower. Damit fange ich die Gegner ein. Skeleton Suit. Drone Autopsy. Floater. Ah, warum nicht? Machen wir das. We've made a number of interesting discoveries based on the autopsy results of the alien specimen you brought back. The research team is now referring to this particular variation as a sectoid, based on the unusual structure of its internal organs, which we believe to be the product of genetic manipulation. As we've seen in the field, this species also seems to harbor some sort of
telepathic ability. Ich scheine wohl nicht sehr groß zu sein, wenn ich so hochgucken muss. Biohard Engineering Factory, das ist nur so eine Fähigkeit für den Flieger. Kann man, wenn man das einmal benutzt, dann muss man das neu kaufen. Wenn ich mich nicht irre, kann ich länger fliegen oder den Tank erhöhen, wenn das entwickelt ist. The research team is continuing in its efforts to determine how the aliens prevented the organic tissue from rejecting the mechanical components. Okay, was ist hier los? Ich muss das, glaube ich, abbrechen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Entspann dich, Fraps. Entspann dich, ganz ruhig. Komm schon. Ich werde mal was versuchen. Defense Matrix Dodge Ability, noch eine Fertigkeit für den Fighter. Ist nicht nötig. Wir haben den Firestorm und die Fusion Lens, das ist nicht mehr nötig. The tall one has, up until this point, been unofficially referred to as the thin man. Initial testing has revealed a concerted effort by the aliens to modify this specimen's genetic structure in such a way as to make it appear human. However, on closer inspection, they seem to have had some trouble concealing the eyes, which appear to be reptilian in nature. Ach, deshalb verknüpfen sie Reptilien mit Gift? This is the most physically aggressive specimen we've discovered so far, which the troops fondly refer to as the Muton. I can only assume there's a colorful backstory for such a designation. Wenn ich meinen zweiten Durchgang mache, dann werde ich diese ganzen Sachen immer auslassen und überspringen, besser gesagt. So far, including several grotesque examples of trauma resulting from the emergence of its young, we've taken to calling this specimen a chrysalid. Chitinplating. Light plating made from chrysalid exoskeleton. This material provides additional protection and significant reduction to melee damage sustained. Ich muss mal gleich gucken, ob ich das kaufen muss oder upgraden muss. Als ich gerade angehört, wie die StarCraft 1-Song von den Protoss-Gebäuden. Brauchen wir nicht. Das ist wieder was für die Flugzeuge. The men are calling this beast the Berserker, although it shares the same structure as the Muton. For reasons yet unknown to us, the Berserker seems to be consumed by bloodlust with little regard for its own safety. Deshalb darf auch so viel laufen. This powerful stimulant cocktail derived from magical found in the glands of the mutant berserker provides temporary boost to serve several of our soldiers' statistics. Brauche ich nicht. Habe ich mal getestet, ist gut, aber ich benötige das this eigentlich unit nicht. Appears to be a drone, besonders nicht auf normal. To the military drones we are familiar with. This particular example seems to have the ability to repair damaged equipment. Dr. Shen and I believe it should be possible to capture and repurpose these for our own use in the field. Das ist möglich. Mit dem Arc Thrower kann man die, wenn man die eigentlich einfangen sollte, kann man die dann selber benutzen im Kampf. Und wir werden später so eine mechanische Einheit bauen können, die, oder mechanische Einheiten, die wir im Kampf einsetzen können. Das heißt dann, wir müssen dafür aber einen Soldat aus dem Team rausnehmen, weil er den Platz für einen Soldaten einnimmt. Und wenn wir dann diese kleine Drohne einfangen, können wir mit der Drohne diese Maschine andauernd reparieren. Aber man kann dann auch mit dem Arc Thrower die Maschine reparieren. Aber das mit der Drohne ist unbegrenzt. Ich weiß nicht, was ich hier nehmen soll. Ist eigentlich völlig egal. Ich kann hier ein paar Arc Thrower bauen, kaufen. Kosten nur Knete. Nehmen wir gleich mal 6 Stück.
Chitin Plating. Ich bin am Überlegen. Oh, ich habe ja Chrysalite-Typen verkauft. Ist nicht so wild, wir werden genug welche finden. Was haben wir hier noch? Langsam häuft sich das hier alles an. Nein, ich will nichts bauen. No projects, gar nichts. Excavation complete. Die Rüstung ist nicht so großartig. Na, wo ist die? Skeleton Suit, sehr günstiger. Carapace Armor. Kümmert euch nicht darum, wenn ihr die beiden habt, braucht ihr die anderen nicht. Mach ich einfach nur so aus Spaß. Mach ich aus Gewohnheit immer alles aufdecken. Wo sind wir hier? Ah, da habe ich was vergessen. Oh, sehr schön. Ich habe gehofft, dass ich das noch kriege. First time in the foundry? It's not the prettiest, but some of our more interesting projects will certainly benefit from the adjustments made down here. Das sind diese Dinger. Shiv. Advanced Flight. Ich kann länger fliegen. Also hab mehr Tank. Hält den Damage. Nee, was steht da? One of the earliest developments of the foundry magnetic reduction system reduces the recoil of our entire range. Sidearms utilizing the latest confirmation. This upgrade will significantly improve the odds of our soldiers scoring a critical hit on their targets. Also mehr kritische Chancen mit einer Pistole. Ich glaube, ich kann mehrere auf einmal machen, oder? Ja, beginnen. Which should increase the aim of all soldiers using a pistol. Ich treffe eigentlich schon so oder so gut genug mit dem Scharfschützen, aber warum nicht? Nein, ich muss ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Der will ja auch Weapon Fragments und Alloys. Ammo Conservation. Ja. Style of Satellites. By studying the communication we recovered, we could update our satellites. Wir können unsere Satellites verbessern, um das der Alien-Kommunikation ähneln zu lassen. This would make the satellites much harder to detect if the aliens... nee, das brauche ich nicht. A scope upgrade. The portable targeting highlights sense. We believe that the chance of critical shots would increase. Warum nicht? Improved medkit heilt mehr. Nämlich improved arc thrower. By increasing the power of... we should increase the successful stun rate. Nämlich auch. Heavy Weapon, nee, Shiv Laser. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wird Fraps aufhören, Gasse jetzt zu lecken? Komm schon. Ganz ruhig, Fraps. Ein Moment. Okay, weiter geht's. Wer weiß für wie lange, bis der Fraps wieder solche Faxen macht. Das ist dieses Fahrzeug, von dem ich geredet habe. Und das ist der Laser zu dem Fahrzeug. Und Fraps fängt jetzt schon an. Was? Egal, dann kaufen wir das Zeug. Schifflaser, kaufen wir auch schnell. Schnell. Das meinetwegen auch. Und bloß hier raus. I'll send word to the Foundry crews now. You can follow their progress remotely from the project queue in engineering. Wie dem auch sei, ich beende den Party, bevor mein Rechner hier sich aufhängt oder was weiß ich, was Traps hier für ein Müll gerade ansteht. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder.